Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV, dem Kanal, der ohne Felsquellwasser, Küstengerste und Siegelhopfen auskommt. Und wir gehen heute mit dem heutigen Bier in einen Teil von Großbritannien, der sich ein bisschen dem Brexit widersetzt. Es geht nach Schottland und zwar zu Brewdog in der Nähe von Aberdeen. Und wir haben das Brewdog Cocoa Porter, ein Russian Imperial Stout mit 10 Volumenprozent Alkohol. Und dieses Bier wurde bei der Lagerung auf Eichenchips gelagert. Es wurde mit Kaffeebohnen beim Hopfenkochen veredelt und mit Kakaobohnen noch gestopft, in Anführungszeichen. Und ich würde sagen, das ist schon alleine sehr, sehr spannend von der Papierlage her. Das Bier hat temperaturtechnisch irgendwas, ich würde mal sagen, so zwischen 10 und 13 Grad, also durchaus wärmer. Ich habe dieses Bier vor ein paar Jahren schon mal getrunken und es war definitiv zu kalt. Also diesem Bier tatsächlich ein bisschen Temperatur und auch Zeit geben, sich dem Raum zu akklimatisieren. Bottle Cap, der typische Brewdog-Hund. Und an dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank an One Pint für die Zurverfügungstellung dieses Bieres. Und dann schauen wir uns auch mal an, was wir da ins Glas zaubern können. Und wenn ich damit jetzt nicht... Oh, bist du gelähmt! Dem Martin Seidel auf die Füße treten würde, dann würde ich sagen, das ist zumindest von der Optik her mal mindestens so schwarz wie seine schwarze Tinte. Das ist auch eben gerade so ins Glas gelaufen, dass ich echt gedacht habe, hey, das habe ich doch vor kurzem erst bei der schwarzen Tinte gesehen. Aber wie gesagt, ist ein schottisches Bier. Hat auch einen deutlich dünkleren, zwei Finger breiten Schaum oben drauf. Wobei das allein ja noch kein Qualitätsmerkmal ist, wie breit und dünn und wie dunkel der Schaum ist. Aber das ist also herrlichst, kann ich ehrlich nur sagen. Ja, und auch in der Nase. Kräftige, röstmalzige Aromen. Viel Bitterschokolade. Bisschen Kaffee. Aber man merkt schon, da arbeitet viel Süße. Ja, würde sagen, cheers. Ja, das hat eher so ein, also dunkle Röstmalze, ja, aber es hat einen viel schärferen, röstmalzigen, leicht angebrannten Touch, wobei dieses angebrannt jetzt nichts Negatives sein soll, das passt sehr, sehr gut dazu, aber es ist wirklich so, so hart an der Grenze zum unangenehm sein, aber noch in diesem Bereich, wo man sagt, ja, das gehört so. Bitterschokolade, Espresso, kräftige Kaffeenote. Auch eine leichte Alkoholnote. 10 Volumenprozent Alkohol dieses Bier. Aber da ist, ja, schon im Antrunk ist der Alkohol deutlich wahrnehmbar. Aber Kohlensäure sehr fein. Gibt eine tolle cremige Textur. Voller kräftiger, voluminöser Körper. Dieses Bitterschokolade-Thema, das zieht sich durch dieses ganze Bier ganz kräftig. Man merkt eben, dass da eben Kakaobohnen zum Stopfen verwendet worden sind. Das hat so diese, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so richtig hochprozentige, 90-prozentige, 80-prozentige Bitterschokolade gegessen habt. Und genau dieses Gefühl hat man im Mund. Es ist tatsächlich so an dieser, es kippt so gerade, dass es eben unangenehm wird. Und auch diese Kakaobohnen können ja eine verrückte Bittere erzeugen, wenn eben der Prozentsatz nur entsprechend hoch ist. Und das ist genau bei diesem Bier der Fall. Kohlensäure, wie gesagt, schön sanft, nicht so intensiv. Unterstreichen aber dieses Kakao-Thema noch mal ganz, ganz kräftig. Und die Süße, die hilft eben auch ganz massiv, den Alkohol abzudecken, der immer wieder so, ah, hallo, hier bin ich, zwischendurch durchblitzt mit seinen 10%. Es kommen hinten raus, kommen noch so leichte Vanillenoten mit rein. Kaffee. Und tatsächlich
habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass so ganz leichte, hopfige, fruchtige Noten im Finish noch mit reinkommen. Und jetzt liegt es an jedem selber. Ist das ein Bier, was man mag, auf das man sich einlassen kann, wo man eben auch dem Bier die Zeit gibt, diese Temperatur anzunehmen, wenn man es aus dem Kühlschrank rausgeholt hat? Und es ist definitiv kein Sommerbier. Es ist ein Bier, was man wirklich abends vor dem Kamin mit einem guten Buch wie einen schweren Rotwein trinken kann. Und dann, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es sensationell. Das BrewDog Coca Psycho Porter Russian Imperial Stout, genau, von BrewDog, gibt von ProbierTV 4,5 Punkte für das Coca Psycho Russian Imperial Stout. Habe ich Porter vorhin gesagt? Ja. An dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank von meiner Seite aus an One Pine für die Zurverfügungstellung dieses Bieres. Ganz, ganz großes Kino. Mit dem werde ich mich jetzt auch zurückziehen. Sag danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.